So, hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Bad Wars. Nein, Spaß. Timonia 1 vs 1. Und zwar hat sich mal jemand in den Kommentaren gewünscht, dass ich Mauscam mache. Und ja, mit meiner Webcam mache ich jetzt mal Mauscam und ja, spiele hier mit dem Kit 1 vs 1 auf Timonia, da Gomme down ist. Und ja, irgendwie lenken gerade alle Minecraft-Server, zumindest alle, auf denen ich spielen möchte oder spielen würde. Tja. Ist halt ein bisschen mies schon. Was leckt so? Es ist wirklich leck Molia und leck Gomme, leck Revi und leck MC Play HD, leck alles. Also. Ist unglaublich. Vielleicht ist auch wieder irgendwas mit Mojang oder was weiß ich, aber das ist echt komisch. Jetzt war ich gerade unentschlossen, das war kein Leck bei mir. Nein, ihr könnt nicht sagen, dass es FPS-Drops oder sowas sind. Oh, ups. Jetzt komme ich gerade gar nicht klar. Okay, geh halt mehr ab, Alter. 1600 DPI. Jetzt habe ich gerade schön meine DPI hochgestellt und komme jetzt auch gar nicht mehr klar wahrscheinlich. 800 DPI. Oh Gott, wenn man versucht, mit den DPI in der Runde rumzuspielen. Und oben seht ihr auch die Klicks. Gerade 6, nicht gerade die höchsten, ich weiß. Aber ich war nie der mit den hohen Klickzahlen. Ich habe jetzt Jittern auf Rechtsklick geübt. Nö, warum sollte ich fliegen? Nö, Alter, nö, das kostet nicht. Die Rot geht einfach durch ihn durch. Es ist so behindert. Gut, jetzt ist er getimed. Ja. Eigentlich habe ich auch gerade gar nicht viel mehr Zeit für ein weiteres Video. Oder ein längeres Video. Deswegen muss ich jetzt einfach ganz schnell nochmal auf Helix gehen. Wo gerade auch gar nichts geht. Ich sehe zumindest keinen Schilder. Finde ich auf jeden Fall nice und ja, ich hoffe, man sieht jetzt wirklich die Maus. Das wäre schon nice und ja, gut, habe ich gesagt, dass hier alles so voll. Ach ja, gut, Cody, good game. Und zwar kann ich jetzt so halb One-Stack Grizzly halt. Schaff halt, wenn ich will, 10 Klicks. Aber verkacke noch recht oft. Also ich bin jetzt auch wieder uneingebrizzled, aber... Ja. Ich schaff's halt, wenn ich's will. Und wenn ich mich gut konzentriere, dann schaffe ich das. Aber dann schaue ich immer ein bisschen behindert aus. Oder kommentiere gar nicht. Deswegen... Oh Gott, das war jetzt richtig behindert. Ich verziehe immer so ein bisschen irgendwie beim Laufen. Keine Ahnung. Also so ganz kann ich es noch nicht. Sagen wir es mal so. Aber so ein bisschen. Und wie ihr jetzt vielleicht auch gerade eben seht, ich weiß nicht, ob ihr auch die Tastatur seht, aber naja, ich habe neue Tastatur, neuen Computer, neue Maus, neuen Bildschirm, neue Facecam, die ihr gerade hier wahrscheinlich seht, keine Ahnung, also nee, die Facecam seht ihr ja nicht, aber ich sehe ja, ihr seht ja, dass ich mit Facecam aufnehme, so. Ja, ist halt... Noch ein bisschen schwach die Leistung, aber lässt sich alles mit üben und ich muss die DPI halt immer relativ weit runterschrauben, weil ich sonst so richtig hart veraimen würde. Ich kann ja mal hochschrauben. 3200, 1600 DPI.
Also wenn dann mit 1600 DPI. Aber dann seht ihr, würde ich so hart veraimen, dass ich es gar nicht hinbekommen würde. Deswegen 800 DPI. Grizzly mit 800 DPI, wie ihr gerade gehört habt. Kann ich es auch gerade gar nicht. Und ja. Das war es auch schon mit dem Video. Und ich habe meinen Kopf nicht an. Das sieht leicht behindert aus. Habe ich mein Head? Jetzt habe ich ihn ausgezogen. Ja, auf jeden Fall, wenn ihr das Video, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und hiermit mache ich auch gleich eine Ankündigung. Und zwar habe ich für Samstag einen 12-Stunden-Livestream als Abo-Special geplant. Ich hoffe, dass es alles klappt mit den Einstellungen, dass es halt nicht zu laggy wird. Das muss ich halt noch alles testen. Vielleicht werde ich ab und an mal ein paar Livestreams, Test-Livestreams machen, die vielleicht nicht allzu lang sind. Vielleicht auch doch, mal gucken. Also schaut immer mal wieder auf meinem Kanal vorbei. Und schreibt ruhig in den Chat oder in die Kommis, wie die Qualität so war. Weil ich kann mir das nicht gleichzeitig angucken, halt, weil dann die weil die Leitung dann doch ein bisschen versagt. Und ja. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal und tschö.